Bin ich mal gespannt, wo es als nächstes hingeht. Oh! Was ist denn das? Ein zweischwänziger. So, einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Freunde, und willkommen zum vierten Part von AR. Jawohl, oder ihr, oder ja, wie man es halt auch ausspricht. Endlich, wir haben es geschafft, wir wissen, wie es weitergeht. Ja, die Sache mit der Laterne halt. Jetzt ist das Tor hinter dem Aufzug aufgegangen und ich würde fast schon vorschlagen, dass wir uns langsam auf dem Weg in Richtung große Fälle vom Wasser machen. Oder wie auch immer, genau. Bin gespannt, was uns da drin erwartet. Ups, das war ein bisschen schnell gewesen. Aber gut, wie gesagt, ich bin gespannt, was uns jetzt hier drin erwartet. Wir werden es, glaube ich, herausfinden. Ich hoffe, die Kamera stimmt einigermaßen. Und ich hoffe, man sieht nichts. Ich habe Spaghetti heute Mittag gegessen. Aber sollte eigentlich alles tiptop sein. Und es lädt nicht. Was ist los? Hallo? 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 Oh, jetzt. Gut. Tiptop. Wieder richtig geile Atmosphäre. Spiel wird gespeichert. Das ist immer gut. Das Gewölbe. Also von außen sah das ein bisschen kleiner aus. Aber sind wir mal nicht so pingelig hier, ne? Dum, 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 dum. Was haben wir denn noch? Ah, okay. Also, schauen wir doch mal. Laterne einschalten. Oh, oh, wir haben ein Rätsel. Okay. Keine Ahnung. Müssen wir vielleicht so machen? Wir werden es gleich herausfinden. Ich probiere mal die Sonne aus. Oh, nee, gar nicht. Wir müssen wahrscheinlich die zwei Symbole nehmen, die gleich sind auf beiden Seiten. Ah, nee, hat sie auch gar nicht. Ah, doch. Ah ja, Mond und Sonne. Tatsächlich. Ha. Nur gut. Können wir hier drin eigentlich auch fliegen? Nee, das ging nicht, oder? Nee. Ah, hier hinten sieht man es auch nochmal auf dem Boden. Okay, dann bin ich mal gespannt. Genau. Was auch immer der jetzt gemacht hat. Hat das Licht eingesammelt oder irgend sowas? Sind wir fertig hier dran? Ich würde schon fast... Ja, ich glaube schon. Ja nun, dann begeben wir uns wieder mal zum Ausgang. Hm. Ich hätte jetzt ein bisschen mehr erwartet. Aber da kommt sicher noch was. Jetzt müssen wir wieder zurück in das Dorf wahrscheinlich und die, Dinah? Dinah. Ich glaube, die hieß Dinah. Und die Dinah fragen, was wir als nächstes machen müssen. Bin ich mal gespannt, wo es als nächstes hingeht. Oh! Was ist denn das? Ein zweischwänziger... Hallo, kleine Wanderin. Sind wir jetzt doch wieder weiblich? Ich dachte zuerst, wir sind männlich. Du hast dir Zeit gelassen. Bist du vielleicht vom Weg abgekommen? Oder musstest du auf dem Langsamen warten? Ich glaube, sein Name ist Medwin. Langsam wie nie ein Wanderer vor ihm. Ein Wandler. Aber clever, intelligent. Weißt du denn, worüber du da gestolpert bist? Du trägst Licht und Schlüssel, um dich ins Zwielicht zu führen. Dämmerung und Morgenröte zugleich, will ich meinen. Südwestlich von hier gibt es einen Tempel in Gestalt der untergehenden Sonne. Dort wirst du mehr Antworten finden. Nun gehe schon. Vogel, schneller als Medwin. Südwestlich von hier. Okay, südwestlich, ein Tempel, der aussieht wie die Sonne. In der Tiefe erwartet dich Geheimnisse. Suche Rat bei den Schlummernden. Okay. Danke, zweischwänziger Fuchs. Oder, jo, ich denke mal schon. Also südwestlich. Ein Tempel, der aussieht wie eine untergehende Sonne. Das werden wir noch hinkriegen, oder? Nicht so wie das letzte Mal. Jetzt wissen wir ja, dass wir mit der Laterne ein bisschen interagieren können. So, dann schauen wir doch mal. Südwestlich. Das wäre dann hier. Schauen wir mal auf der Karte. Ah, hier unten. Okay.
dum 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 dum. Ein Tempel, der aussieht wie eine untergehende Sonne. Na, der ist es ja nicht. Oh, ich weiß nicht, ob das der ist. Schauen wir mal. Oh, tatsächlich. Ganz cool. Sehr schön. Wir können wieder den Geistern folgen. Oh, wir können sogar als Vogel hier runter. Na dann. Okay. Noch ein Schluck Wasser trinken hier. Das auch mal nie vergessen. Immer seine 2-3 Liter. Sehr schön. Heiligtum der Dämmerung. Spiel wird gespeichert. Schick, schick. Von da hinten sind wir gekommen. Dum, dum, dum. Ah, fliegen können wir hier nicht. Also müssen wir ein bisschen Jump'n'Run-mäßig hier einen Weg nach oben finden. So. Oh, Schmetterlinge und ein Fass. Falls man unterwegs mal Durst bekommt, wahrscheinlich. Ein paar abgerissene Zelte. Oh, wir haben hier Fische. Hier die Treppe hoch oder da das Wasser entlang? Wir gehen die Treppe hoch. Oh, hier haben wir wieder eine Steintafel. Schauen wir mal. Mensch auf Pfoten kann nicht rennen. Jagt die Sonne sehnsuchtsvoll. Mensch mit Schwingen kann nicht fliegen. Sucht den Himmel immer zu. Mensch hat Augen, die nicht sehen, beobachten die Ewigkeit. Mensch allein der Gefahr erlegen. Gedanken fremd und unnahbar. Okay. Ah, da wären wir dann gar nicht weitergekommen. Okay. Oh, da hinten ist auch noch mehr. Huiuiui, ist ja riesig hier drinne. Oh. Okay. Sieht aus wie so ein Sarkophag. Teil 2 lesen. Ich will aber Teil 1 lesen. Teil 1 lesen. Ich bin Kara von den Donnerinseln. Ich hatte einen sonderbaren Traum, den ich niederschreiben will, damit auch andere ihn verstehen. Ich bin gekommen, die heiligen Relikte im Leuchtturm im Land der Götter zu studieren, um unser Erbe zu verstehen. Als ich ein paar der Ruinen berührte, war mir, als fuhr eine wärmende Hand über meine Augen und ich fiel auf den heiligen Stein in einen tiefen Schlummer. Im Traum erschien es mir, als erstrahlte der Stein unter meinen Füßen und errichtete die Treppe hinauf in den Sternenhimmel. Weit entfernt auf diesen Stufen entfachte sich ein goldenes Licht und kam stetig näher. Sterne schwebten vom Himmel herab und wurden zu einem sanften, traurigen Wesen aus Musik. Dieser Gott sprach zu mir nicht mit Worten, sondern in Erinnerungen und Gefühlen. Er warnte mich vor einer schrecklichen Gier aus dem Jenseits, vor einer Leere im Herzen der Menschen. Als er sie mir zeigte, fühlte ich sie lebendig werden und zwischen uns kommen. Sie verdunkelte die goldenen Stufen wie ein Gewitter, kalt wie die Ewigkeit. Angsterfüllt strich ich auf, als die Leere mich berührte und ich erwachte. 3 Tage lang konnte ich kein Wort sprechen, aber ich machte mich sofort auf die Reise zu den alten Tempeln. Wenn das, was ich gesehen habe, stimmt, dann sind die Götter noch am Leben und ich und wir müssen uns gegenseitig helfen. Okay.
Ui! Ich wollte eigentlich da rüber, aber ich glaube, da kommen wir gar nicht rüber. Müssen wir auf die andere Seite, oder? Oh. Ah, doch, da hinten. Ich will fliegen. Ich kann hier drin aber nicht fliegen. Oh, hier haben wir was. Benutzen. Okay. Das ist 1 von 4. Wir müssen aber noch mehr aufmachen. Dum, dum. Da geht's hoch. Oh, warte, da können wir noch eins aufmachen. Ist cool mit so ein paar kleinen Rätseln. Oder? Nee, das ist keins. Ah, das ist das, was wir gerade eben aufgemacht haben, ich dödel. Also, weiter. Da haben wir noch eins. Zwei. Da oben ist auch noch eins, das wäre dann das dritte. Aber ich glaube, hier oben müssen wir auch noch eins aktivieren. So. Sehr schön. Ah ne, wir müssen noch zwei aktivieren. Aber das habe ich jetzt schon gesehen. Vor dem Tor ist eins und hier ist eins. Ich denke mal, darüber springen schaffen wir nicht, aber das schaffen wir. So. Oh, leuchtende Pilze. Das wäre das vierte. Bin gespannt, was uns hinter der Tür erwartet. Komm schon. Oh, so knapp. Und das letzte aktivieren. Die Tür ist offen. Du, 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 du. Hallo? Hallo? Ist hier jemand? Nee, keiner. Oh, damit kann man die Brücke aktivieren. Okay, aber hier waren wir doch schon. Jetzt müssen wir aber noch auf die andere Seite. Wie sind wir überhaupt darüber gekommen? Das Tor ist aber nicht offen. Wir sind da reingegangen. Die Texte haben wir schon. Oh, warte, hier kann man noch was machen. Ja, aber das haben wir schon gemacht. Später müssen wir dann darüber wahrscheinlich. Oh, mir hat jemand geschrieben. Aber, oder geht es auf, wenn ich mich dahin begebe? Was haben wir hier? Nichts. Das Tor soll auf. Wie da drüben. Oh Gott, was muss man denn da machen? Die haben wir schon gelesen. Oder? Ja, ja, ja. Hier kann man auch nichts mehr. Darüber kommen wir eh nicht. Beziehungsweise es bringt uns nichts. Ja, wir kommen da eh nicht rüber. Hier unten ist auch nichts. Ha. Hier können wir aber auch nichts mehr machen, oder? Nicht, dass ich wüsste. Da waren wir schon, da oben auch. Oh, ein kleiner Vogel.
Hier links ist nichts. Hier sind wir langgelaufen. Und dann war es das. Jo, das war's. Wir müssen aber noch auf die andere Seite. Müssen wir hier noch was machen? Auch nicht. Wir laufen noch mal ein kleines Stück zurück. Vielleicht habe ich was übersehen. Das haben wir bereits gelesen. Oh, aber tatsächlich, wir konnten ja hier hinten noch reingehen. Oh, hier geht's nach unten. Oder sind wir von hier gekommen? Nee, nicht, dass ich wüsste, ne? Oh, okay, was haben wir hier? Ich verstehe. Wow, sehr schön. Oh, hier können wir was aktivieren. Sind jetzt aber nicht auf der anderen Seite, oder? Okay, wir haben jetzt die Tür hier aufgekriegt. Aber wir gehen weiter nach oben. Musik ist auch mega schön, finde ich. So, oh, das war knapp gewesen. Ich muss mal die Kopfhörer gerade richtig einstellen. So. Oh, jetzt bloß nicht runterfallen, sonst können wir alles wieder hochlaufen. Da oben sitzt ein Vogel. Oh, da haben wir wieder was zu lesen. Und wir sind auf der anderen Seite. Teil 1 lesen. Als die Welt noch jung war und der Schöpfer das Land gerade erst ersonnen hatte, versammelten sich die Tiergeister auf einem Plausch. Ein Fuchs sprach: Es gibt nur Tiere, die gehen auf zwei Beinen. Ein Kranich sprach: Ein neuer Vogel? Der Fuchs schüttelte den Kopf und sagt: Ihnen fehlen die Flügel. Ein Affe sprach: Ich habe sie auch gesehen. Sie besitzen kein Fell und sie können nicht gut klettern. Eine Eule sprach: Sie fürchten die Nacht und vertreiben sie mit Feuer. Ein Otter sprach: Sie bauen ihre Nester an Land, aber sie sind nicht eins mit ihm. Ein Reh sprach: Sie machen Lärm und kennen sich im Wald nicht aus. Ein Bär sprach: Sie sind wie Junge und verlaufen sich. Oder verlaufen sich oft. Der Fuchs legte den Kopf schief und sprach: Ja, deshalb müssen wir ihnen helfen. Also die reden eindeutig von Menschen. Teil 2 lesen. Ihnen helfen? Die anderen Tiere waren erstaunt. Ja, sprach der Fuchs. Ihre Gedanken sehen die Ewigkeit und sie sind verloren und fürchten sich. Sie brauchen Halt. Oder sie werden sich dem Land und uns schaden, sprach der Fuchs. Was schlägst du also vor? Fragte der Hase. Ich schlage einen Pakt vor, sprach der Fuchs. Spricht einer von ihnen zu uns, so bieten wir ihm ein Bündnis mit dem Land an. Der Fuchs fuhr fort. Willigt er ein, kann er fortan unsere Gestalt annehmen, von demjenigen, mit dem er den Pakt eingegangen ist. Und er wird eins sein mit dem Land und dennoch jenseits des Schleiers sehen, und er wird sein Volk führen und beschützen, und so leben wir alle in Frieden, sprach der Fuchs. Die anderen Tiere wussten um die Weisheit seiner Worte und willigten ein. Und so werden einige Menschen eins mit der Welt. Dieser Auserwählte nennt man Flüsternden.
Diese Auserwählten nennt man Flüsternden. Das sind wir. Wir haben mit einem Vogel haben wir geflüstert. Und jetzt können wir uns in den Vogel verwandeln. Uiuiui, da hinten ist ja noch ganz schön was zu erkunden. Wir gehen erstmal da runter. Weil ich glaube nicht, dass wir die Tür jetzt so einfach aufkriegen. Oh Gott, wo geht's denn hier überall lang? Da ist versperrt. Was haben wir denn hier Schönes? Eine Sonne, ein Mond? Das ist wieder ein Rätsel wahrscheinlich. Ah, okay. Ganz klar. Auf das andere Teil da oben fokussieren, dass es darauf leuchtet. Zeig mal her. Reicht immer noch nicht. Nein, nicht wieder zurück. Dann ist es das hier. Hä? Wieso kann ich denn das da nicht drauf richten? Okay, machen wir mal so. Ah, da sieht man, wie viele Umdrehungen der das jeweils macht. Hä, was müssen wir denn überhaupt machen? Ich glaube doch hier drauf richten. Eins, zwei. Der macht eine Umdrehung. Ah, der schafft nur eine Ah! Warte, ich habe eine Idee. Ich weiß wie. Und jetzt den hier? Ah, ne, der macht in die andere Richtung, gell? So, und der müsste doch jetzt das... Eins vorher... Nein! Wieso geht... Hä? Aua! Der macht eine komplett halbe Umdrehung. Ah, komm. Willst mich doch jetzt nicht verarschen. Wir müssen noch... Zwei nach rechts. Das ist eins. Das sind drei. Zwei gibt's gar nicht. Das kriegt er jetzt aber nicht in die Richtung, oder wie? Das ist wieder nur eins. Das ist ein halbes. Und das ist auch wieder nur eins. Ja, dann müssen wir das doch eigentlich jetzt für das letzte Stück. Also eigentlich? Geht nicht. Bin ich jetzt vollkommen blöd? So, jetzt haben wir es bei der Hälfte. Und jetzt gehen wir nochmal zu dem halben hin. Das ist der hier. Ja! Sehr schön, Leute.
Gut. Schauen wir mal, wo wir jetzt das nächste lang müssen. Ich habe keine Ahnung. Ah, da unten durch wahrscheinlich. Nee, auch nicht. Wir müssen einfach da hinkommen irgendwie wahrscheinlich von oben. Jetzt erstmal wieder die Treppe rauf. So, und der Raum müsste das doch jetzt hier sein. Ja. Super. Damit sind die aktiviert und jetzt können wir. Oh, was müssen wir denn hier machen? Oh, das ist richtig. Und hier muss die Sonne hin. Brücke steht. Oh, richtig schöne Musik. Oh, ich muss da hoch. So. Wahrscheinlich hier lang. Genau. Hier rein. Genau. Durch die Abwasserkanäle. Jetzt müssen wir da runter springen. Sehr schön. Wo kommen wir jetzt raus? Schön. Oh, nein, nein, nein! Scheiße. Wo müssen wir denn jetzt lang? Jetzt bin ich ganz runtergefallen. Och, nö. Wo geht's nach oben hier? Kinders, Kinders, Kinders. So. Ah ja, hier waren wir jetzt. Oh, da ist ja auch noch eine Tür aufgegangen. Ah, ich glaube, ich muss darüber springen und das Ding da aktivieren, damit ich darüber komme. Ah, so dumm. Genau darüber muss ich. Also jetzt nochmal. Dann wird die Folge halt ein klein bisschen länger. Aber das hier drinnen würde ich auf jeden Fall noch gern schaffen. Okay, jetzt waren wir hier und jetzt müssen wir da runterspringen. Oh, komm. Oh, ich dachte schon, ich springe jetzt schon wieder runter, ey. Ich hab Hunger und Durst. Ich hoffe, das Licht hier im Hintergrund, das stört keinen. Wenn ja, ist es mir egal. Ich find's gut. Oh, das ist die zweite Brücke. Endlich geschafft. Ja, wir haben es geschafft, Leute. Dann schauen wir doch mal, was sie uns da drin zu sagen haben. Na, die Laterne brauchen wir. Bloß nicht die Füße nass machen. Oh, das sind so Hände. Was ist das denn? Der Endgegner hier. Also. Komm zu mir, kleiner Vogel.
Vor sehr langer Zeit nannte man mich die Wächterin des Zwielichts. Ich existiere zwischen Dämmerung und Morgengrauen und bewache den Pfad, der ins Land der Träume und zurückführt. Selbst nach dem großen Zerfall bleibe ich und ich beobachte, wie eure Priesterin, Kara, ihr Volk in die Sicherheit. Oh Scheiße. Schon lange warte ich auf diesen Augenblick. Nun bin ich schwach, aber die Macht, die mir verliehen wurde, bindet mich an eure Welt. Höre gut zu, kleiner Vogel. Einmal mehr erwarte ich die Lehre. Erwacht die Lehre. Tut mir leid, Leute. Diesmal um auch den Rest der Welt gierig zu verschlingen. Noch gibt es einen Weg, ihr Einhalt zu gebieten. Die Priesterin Kara versteckte 3 mächtige Fragmente, eines in jedem Tempel. Du musst die 3 Fragmente wieder miteinander vereinen. Ich überlasse dir den Tempel, welcher mir anvertraut wurde. Ohne das Fragment dämmere ich dem Vergessen entgegen. Es band mich an diese Welt und schon seit die Seelen der Menschen die Götter wir dürfen nicht zögern. Bitte nimm mein Fragment und beende, was vor so langer Zeit begann. Also wir brauchen dann noch 2 Fragmente, so wie ich sehe, einsammeln. Genau. Und wir brauchen 3. Für mich sieht das aber nach einem Viertel aus. Tschüss. Oh, und weg ist er. Oh, was ist das denn? Okay. Oh. So, meine Lieben. Wir haben 1 der Fragmente gefunden, wir brauchen aber noch 2. Und ich würde sagen, dass wir das Thema in der nächsten Folge angehen werden. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, gebt mir noch einen Daumen nach oben. Oder lasst ein kleines Kommentar da, denn Support ist kein Mord, meine Lieben. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend und halte die Ohren steif. Ciao!